Die Firma Müller und Biermann wurde 1937 gegründet, damals von den Großeltern meines Geschäftspartners. Und im Laufe der Zeit hat sich die Firma vom Bergbauzulieferer zum leistungsstarken Blechverarbeiter entwickelt. Die eigentliche Feinblechbearbeitung kam erst im Jahre 1990. Aber ab da mit ständigem Wachstum, permanent neuen Kundenanforderungen und auch permanent neuen Produktionsanlagen. Unser Kerngeschäft ist die Herstellung von Präzisionsblechbiegeteilen in kleineren, mittleren und großen Losgrößen. Unser Kern an Materialdicken liegt zwischen 1 und 3 mm. Hierauf sind alle Produktionsanlagen ausgerichtet. Wir verstehen uns als Blechzulieferer und als Blechzulieferer muss man vom Maschinenpark her immer auf dem neuesten technischen Stand sein. Unsere Kunden drängen uns im größten Teil zu automatisierter Fertigung. Hierbei unterstützt uns unser Partner, die Firma LVD. Wir hatten in der Vergangenheit immer das Problem, dass wir komplexe Bauteile herzustellen hatten, aber in Verbindung mit kleinen Stückzahlen. Hierbei ist es ganz oft so gewesen, dass wir preislich unattraktiv waren, weil halt lange Rüstzeiten mit in den Teilepreis eingeflossen sind. Es war schon immer die Philosophie von Müller und Biermann, möglichst weit zu automatisieren. Einfach aus Gründen der Prozesssicherheit, der Planbarkeit. Wir verstehen uns als Serienzulieferer für die Industrie, vorwiegend für die Medizintechnik, Glasfasertechnik oder auch für den Wärmepumpenbau. Der erste Schritt der Zusammenarbeit mit der Firma LVD war die Anschaffung einer Toolzell. So hatte man die Möglichkeit, dass die Produktionsanlage sich hauptzeitparallel selbst gerüstet hat und konnte somit die Rüstzeiten deutlich minimieren. Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, die uns mit LVD zusammengebracht hat. Wir hatten vor 6-7 Jahren mal eine Anforderung, ein simples Hutprofil zu kanten mit einer hohen Genauigkeit auf einer Länge von 2,50 Meter. Aber irgendwie hatten alle unsere Produktionsanlagen damit Schwierigkeiten. Und mit einer Toolzell von der Firma LVD konnte man das Problem spielend lösen. Dies haben wir uns dann demonstrieren lassen im Vorführzentrum in Belgien und waren von der Qualität beeindruckt. Insgesamt haben wir in dieser Produktionshalle 5 vollautomatisierte Biegepressen robotergestützt installiert. Hiervon 3 Biegezellen der Firma LVD, 2 Dynapress 4015 und eine 4,20 Meter Easyform mit 135 Tonnen Presskraft. Ja, natürlich kommen auch andere Hersteller von Produktionsanlagen bei Müller und Biermann zum Einsatz. Der Vorteil der Firma LVD ist halt, dass die Anlage individuell konfiguriert werden konnte und man nicht gezwungen war, eine Standardanlage, ja, ich sag mal einfach salopp, von der Stange zu kaufen.